Die ersten beiden Zeilen, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Personenkennzeichen, Matrikelnummer, Nachname und Vornamen müssen ident wie im Formular SP1 mit deinen Daten ausgefüllt werden. Nun musst du auswählen, über wen du im unten stehenden Formular Auskunft erteilen wirst. Diese Angabe ist aus deiner Sicht zu tätigen. Abschnitt 1 und Abschnitt 2 sind ident. Du musst Abschnitt 2 nur ausfüllen, wenn es mehrere Personen gibt, auf die das Formular zutrifft. Sollte es mehr als 2 Personen geben, so ist ein weiteres Formular SP5 auszufüllen und dem Antrag beizulegen. Im Abschnitt 1 sind folgende Angaben zu machen: Nachname und Vorname des Kindes, Sozialversicherungsnummer des Kindes, diese ist der E-Card oder dem Mutter-Kind-Pass zu entnehmen. Anschließend muss angekreuzt werden, in welchem Verhältnis das Kind zur Antragstellerin bzw. zum Antragsteller steht. Wenn das Kind erheblich behindert ist, also mindestens zu 50%, dann ist dies anzukreuzen und die Bezeichnung der Behinderung sowie die Zumutbarkeit der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sind anzugeben. Im nächsten Feld gilt es, Wohnanschrift entsprechend dem Meldezettel der Person, die Postleitzahl und den Wohnort anzugeben. Dann muss selbiges für mindestens einen Elternteil, bei dem das Kind zuletzt gelebt hat bzw. aktuell lebt, durchgeführt werden. Schließlich muss Auskunft über Schule, Lehre oder Studium des Kindes gegeben werden. Und wenn vorhanden, der Studienort oder die Matrikelnummer bzw. die Personenkennzahl benannt werden.